Auf dem Wiener Heldenplatz trafen sich Mitglieder einer langjährigen traditionellen Vereinigung aus ganz Österreich, um ein Fest des Friedens und der Nächstenhilfe zu feiern. Der Kameradschaftsbund hat hier heute am Heldenplatz eine Veranstaltung. Um welche Veranstaltung handelt es sich da? Das ist die zweite Bundes- und achte Stadt- und Friedenswallfahrt des österreichischen Kameradschaftsbundes. Wie wichtig sind denn solche Veranstaltungen und wie schaut es denn eigentlich mit dem Kameradschaftsbund heute aus? Also der Kameradschaftsbund ist durch die Wertegemeinschaft und durch junge Leute, durchs Militär, sehr aufgegolten wieder worden und sehr viel mehr geworden. Und durch das Wegscheiden der Kriegsgeneration konnten wir aber mit jungen Kameraden wieder die Lücken auffüllen. Und ich glaube, dass als Wertegemeinschaft und als Traditionsgemeinschaft im sozialen Bereich sehr, sehr hoch gestellt ist. Nach dem Einmarsch der Stadtkapelle Retz sowie der Hundestaffel des österreichischen Rettungsdienstes begann der Festakt vor dem Heldentor mit der Begrüßung zahlreicher Ehrengäste sowie der Heiligen Messe, die vom ÖKB-Landeskurat Prälat Rudolf Schütz abgehalten wurde. Wir haben seit eineinhalb Jahren die Bemühungen gehabt, dass wir für das Niederösterreichische Hilfswerk zwei Fahrzeuge durch Spenden zusammenbekommen. Und wir haben es geschafft, dass wir zwei Fahrzeuge finanzieren konnten. Und insgesamt hat es kostet 24.000 Euro. Nach der Kranzniederlegung vor dem aus rotem Marmor geschaffenen Epitaph eines toten Soldaten und einer Gedenkminute wurden schließlich die beiden Fahrzeuge, die für das Hilfswerk gesammelt wurden, gesegnet und anschließend die Schlüssel vom Präsidenten des ÖKB Wien, Josef Grafek, an den Vorsitzenden des Hilfswerk Retzerland übergeben. Ich sage einmal herzlichen Dank als Vorsitzender des Hilfswerkes Retzerland-Pulkertal. Es ist sehr wichtig, solche Einsatzfahrzeuge zu haben, damit im ländlichen Raum unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Kunden daheim kommen können. Und wir haben heute bei dieser sehr schönen Veranstaltung über die Wertegemeinschaft gehört. Und es gibt also sehr viele Werte, es gibt die sozialen Werte, es gibt die unterstützenden Werte. Und so hat der Kameradschaftsbund Landesverband Wien und der Stadtverband Retz hier ca. 25.000 Euro gesammelt, freiwillige Spenden und Veranstaltungen, um diese beiden Autos für das Hilfswerk Retzerland-Pulkertal ankaufen zu können. Und heute bei dieser Friedenswallfahrt wurden diese Autos feierlich überreicht. Gibt es etwas, was Sie sich so für die Zukunft wünschen würden? Dass der Kameradschaftsbund nicht ausstirbt und dass wir hoffentlich noch sehr, sehr lange als Kameradschaftsbund weiter für die Bevölkerung da sein können. Mit diesen Worten und einer deftigen Stärkung ging dieser Festtag zur Mittagsstunde am Wiener Heldenplatz zu Ende.